Neben der Erhöhung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags und des Kindergeldes hat das Bundeskabinett nun die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 beschlossen. Werden Steuerzahlende schon jetzt entlastet, kommt auf verheiratete Paare ab 2030 zusätzlich eine Änderung der Steuerklassen zu. Denn die Steuerklassen 3 und 5 sollen wegfallen und Ehepaare können dann zwischen den Steuerklassen 4-4 und 4-4 mit Faktor wählen. Die Steuerlast soll so künftig innerhalb der Ehe gerechter verteilt werden, während die Steuerlast insgesamt für verheiratete Paare jedoch gleich bleibt. Zwar müssen Bundestag und Bundesrat noch zustimmen, doch durch die Steuerreform sollen laut MDR bis 2028 14 Milliarden Euro eingespart werden können. Kritik gibt es von der CSU. Laut Bayerns Finanzminister Albert Füracker führe die Abschaffung von Steuerklasse 3 und 5 zu einer finanziellen Mehrbelastung für Familien. Dabei bezieht sich die Mehrbelastung nur auf die unterjährige Steuerlast. Denn auch mit Steuerklasse 4 und 4 bleibt die steuerliche Belastung im Vergleich zu den Klassen 3 und 5 spätestens nach Abgabe der Steuererklärung gleich.